Hi Just Music und herzlich willkommen. Hier sind wieder Chris, ohne Chris und Philipp. Und wir sind im schönen Stadtteil Neukölln und heute beim MOOC Headquarter Opening. Was hier alles passiert, was die Jungs und Mädels für euch vorbereitet haben, das werden wir drinnen mal auschecken. Kommt einfach rein, wir schauen es uns an. So, wir stehen im Headquarter MOOC. Eröffnung heute, Grand Opening. Neben mir der Alex. Alex, grüß dich, wie geht's dir? Super, super. Schöne Zeit hier. Danke, dass ihr vorbeikommt. Wir sind super zufrieden, hier in Neukölln unser Europe HQ aufzumachen mit unseren Freunden von Just Music. Was soll ich sagen? Wir sind hier eine bunte Mischung von Leuten aus den Staaten, aus Frankreich, aus Deutschland. Und ich glaube, das repräsentiert sehr gut MOOC. Oder man sollte sagen MOOC. Eine bunte Mischung von super, super schönen Leuten. Cool. Ihr habt euer Europe Headquarter jetzt hier in Berlin aufgemacht. Gibt es einen speziellen Grund, warum in Berlin und nicht in Hamburg zum Beispiel? Ich glaube, Berlin ist offen, tolerant, geduldig, futuristisch irgendwie. Und das passt auch sehr gut zu uns. Ich glaube, ist auch eine Stadt, wo man viel mit Musik natürlich macht, aber und sehr international. Und wenn du eine Stadt in Europa auswählen kannst, dann musst du irgendwie etwas international auswählen, würde ich sagen. Und deswegen sind wir hier. Cool, das freut uns als Just Music natürlich sehr, weil wir sehr eng zusammen mit MOOC zusammenarbeiten. Was habt ihr euch für den heutigen Abend, für das Opening einfallen lassen? Ja, also gute Frage. Ist immer so die Frage, was sich MOOC einfallen lässt. Also was wir machen werden heute, ist natürlich euch den Showroom vorstellen, was Showroom wird und auch irgendwann mal auch Büros. Also wir arbeiten auch zu 10 hier. Was noch kommen wird später, ist ein bisschen natürlich trinken, essen und wir gehen dann im Herzberg Golf, was genau 100 Meter von hier ist. Dann haben wir dort eine kleine Party organisiert draußen mit Künstlern, die improvisieren werden und da freuen wir uns tierisch drauf. Wir befinden uns ja quasi kurz bevor der Superboost. Bist du aufgeregt? Ich bin, glaube ich, so rot wie mein Hemd im Moment. Ja, wir sind super aufgeregt. Wir haben neue Produkte, wir haben neue Mitarbeiter an Bord. Wir haben ganz viele Sachen, die wir zeigen wollen. Wir haben, wie, glaube ich, jedes Mal versucht, ein bisschen etwas anders zu, eine andere Atmosphäre so zu schaffen. Etwas Beruhigendes, etwas Inklusives, was ein bisschen mit, glaube ich, der Techno-Szene und Synthesizer-Szene aus Berlin sich ein bisschen unterscheidet. Und wir freuen uns tierisch. Es ist ein Zirkuszelt. Also du kannst dich irgendwie denken, was da kommt. MOOC in der Manege. Nice. Nice. Genau. MOOC in Manege, ja genau. Okay, wir freuen uns drauf. Wir begleiten Alex jetzt durch den Showroom und wir zeigen euch, was hier so geht. Kommt mit. Okay, erste Station, hinter uns ein sehr fettes Modularsystem und ich sehe auch fancy Furniture, fancy Möbel in verschiedenen bunten Farben, grün, orange, gelb. Kannst du uns da ein bisschen was erzählen? Ja, also jede Möbelstück ist maßangefertigt, designt von unserem Kreativdirektor Charlie, der sehr viel Vision und Geschmack hat. Jede Farbe ist eine Wellenform, also von Saw, Triangle etc. etc. Was ich super cool finde, ist, wenn man genau anschaut, sieht man, dass es eine Wellenform ist. Wenn man so kurz, dann sagt man einfach, es ist schöne Dekoration. Das finde ich ein bisschen cool, dass es ein bisschen, man sieht es nicht auf den ersten Blick. Wir haben versucht, Instrumentenstationen zu bauen, wo Leute einfach hingehen können, mit guten Headphones sich inspirieren lassen können, sich isolieren können. Natürlich hier, erste Station ist unser Heritage, also was wir von den 60er von Bob Moog mitnehmen. Model 10 sind immer noch gebaut mit alten Komponenten, die wiegen sauschwer natürlich deswegen. Sind ultra noch benutzt von Künstlern wie Hannes Bieger zum Beispiel. Und ja, das sieht einfach cool aus. Es ist einen guten, fetten Sound, wie man das aus MOOC so kennt. Und auf jeden Fall ein schöner Übergang von dem Alten zum Neuen.
das Soundstudio Nummer 3, was heute released worden ist. Kannst du uns da was dazu erzählen? Ja, natürlich. Soundstudio Nummer 3 oder Moog Soundstudio ist unsere neue Idee, Künstler, die vielleicht noch nicht modular oder semi-modulare Synths benutzen oder ausgewählt haben, diese Variante zu benutzen. Warum? Weil es gibt natürlich keine Presets hier. Ja, es gibt überhaupt keine Presets. Jedes Mal, dass man den Knopf berührt, beginnt eine neue Reise. Ja, also jedes Mal bewegt sich die Einstellung, jedes Mal bewegt sich den Sound und das wollen wir kreieren. Was wir auch kreieren wollen, ist eine Brücke zwischen unseren Instrumenten und diese neuen Leute. Und wie machen wir das? Mit sehr schönen Patch-Ideen, wo man ganz einfach coole Einstellungen, coole Presets, coole Einstellungen auf das Instrument machen können. Das ist super cool. Und dann, wir versuchen das natürlich spielerisch zu machen, weil wir wissen, diese Instrumente können ein bisschen einer abschrecken. Das ist klar. Also ganz viele Knobs, ganz viele Kabeln. Und deswegen haben wir auch so ein Kartspiel entworfen. Jede Karte ist ein Teil vom Signal Path. Wie man es sieht hier, man kann es dann auf dem Tisch legen so. Und bei jeder Kombination kann man einen neuen Sound kreieren. Ja? Damit die Leute da spielerisch an die Synthese herangeführt werden. Genau, das ist wirklich, wirklich, damit man das demokratisiert in einer wirklich spielerischen Weise. Also, ja. Okay, schöne Brücke vom Alt-System 10 rüber zum Soundstudio 3. Wir schauen weiter. Wir stehen an der nächsten Station. Alex, was hängt hier an der Wand? Ja, du meintest Spiel. Spiel was? An der nächsten Station. Spielcasino. Nee. Ah ja, wie ein Spielautomat. Wie ein Spielautomat, genau. Das ist auch noch ein sehr gutes Beispiel. Moog-Mitarbeiter oder Moog-Employee-Owners, das heißt, jeder Mitarbeiter ist auch Gesellschafter bei uns, das, was auch wissenswert ist, kann irgendwas anders mit seinen Händen machen. Und zum Beispiel, das hat ein Moog-Mitarbeiter gemacht, das ist Charlie und sein Vater haben das gemacht. Und das ist auch ein guter Weg zu zeigen, wie man unseren Instrumenten in so schönen hausgemachten Holzstrukturen, das ist auch noch ein Hobby, wie man unseren Instrumenten irgendwie ins Zuhause einbringt, mit schönen Kabeln hier etc. etc. Also wollte ich nur noch zeigen. Cool, auf jeden Fall auch was für die Wand zu Hause, ein schönes Möbelstück. Genau. Nicht nur Instrument, sondern auch ein Möbelstück. Und es sieht ein bisschen auch wie ein Raumschiff. Also wenn du so zehn so miteinander aufpackst, dann sieht es ein bisschen wie ein Raumschiff, ja. Cool. Wir schauen zur nächsten Station. Let's go. Wir sind schon fast am Ende unserer Showroom-Tour. Ich bedanke mich schon mal recht herzlich bei dir, Alex. Ihr habt einen sehr, sehr schönen Room hier gemacht. Es ist sehr Moog-lastig. Man hat das auf den letzten Superboos auch gesehen. Ihr habt euch auf jeden Fall wieder was Schönes einfallen lassen. Ein Lob an die ganzen Handwerker und Craftsmen und Craftswomen, die das alles umgesetzt haben. Was mich noch ein wenig interessiert, wäre, wie arbeitet ihr denn hinter den Kulissen? Ah ja, klar. Also hinter den Kulissen, du siehst hier, es ist natürlich ganz viel schöne Arbeit. Fertige Arbeit, aber kommt mit mir. Irgendwo müssen die Ideen ja auch herkommen. Ja, stimmt. Also die Ideen, die werden in so kleine Räume. Ja, wo man sieht, da arbeitet man ganz, 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 ganz heftig hier. An der Planung. Und da entstehen alle Ideen, da entstehen die Kreativität von Moog und auch die Bindung zwischen uns, also zwischen den Mitarbeitern bei Moog, wirklich. Es ist glaube ich, das Beste, dass man manchmal, würde ich sagen, ein Unternehmen ist oder sind, die eine bunte Mischung von kreativen Menschen, Businessmenschen, Ingenieure und die alle
ultra fasziniert sind von Moog und von der Musik. Und die machen alle das bei Leidenschaft. Es gibt niemanden hier, der das nur so macht. Und das sieht man halt in diesen Büros, wo man bis zum Ende arbeitet, um das perfekte Resultat zu haben. Cool. Das perfekte Resultat, ein schönes Ende. Danke, Alex, für die schöne Führung. Ihr könnt hier vorbeischauen, wenn die offizielle Eröffnung vorbei ist. Kommt vorbei in Neukölln. Moog Headquarters, das war Just Music hier aus Berlin. Ciao.